Hallo, ich bin Linda. Ich bin Ökotrophologin und Köchin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen für. Heute machen wir ein Rezept, das gänzlich ohne tierische Lebensmittel daherkommt. Denn es ist für Veganer und Veganerinnen. Dadurch, dass die tierischen Lebensmittel weggelassen werden, wie Fisch, Fleisch, Ei und auch Milchprodukte, fallen auch viele Lieferanten für wichtige Vitamine und Mineralstoffe weg. Veganer und Veganerinnen haben meist einen Mangel an bestimmten Mikronährstoffen. Das sind die Vitamine B12, Omega-3-Fettsäuren, Kalzium und Eisen. Daher habe ich euch ein Rezept mitgebracht, was in kleinen Mengen Omega-3-Fettsäuren, Kalzium und Eisen liefert. Das ist ein leckeres, herzhaftes Kürbisporridge mit einem Rucola-Pesto. Als erstes für unser Rezept brauchen wir den Rucola. Dieser enthält einiges an Kalzium. Kalzium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, der in unseren Knochen und unseren Zähnen gelöst ist. Des Weiteren ist das Kalzium wichtig für einen normalen Energiestoffwechsel. Als nächstes für das Rezept brauchen wir die Walnüsse. Diese enthalten als Vorstufe Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind Eicopentaensäure und Docosahexaensäure. Diese sind lebenswichtig für unseren Körper. Wir brauchen die für die Entwicklung und für die Gesundheit. Vor allen Dingen für die Augen, fürs Gehirn, fürs Herz, aber auch für die Entwicklung des Babys im Mutterleib sind sie unerlässlich. Der Körper kann sie selber nicht herstellen und wir müssen sie von außen zuführen. Fettreicher Fisch ist besonders reich an Omega-3-Fettsäuren. Aber als Vorstufe haben wir sie eben in unserer Walnuss enthalten. Diese kann der Körper zwar nicht ganz so gut nutzen, aber sie können bei einer ausgewogenen Ernährung auf jeden Fall helfen. Bei den Veganern kann dies aber manchmal zu einem Mangel führen und daher empfehlen wir, Nahrungsergänzungsmittel zu supplementieren. Für unser herzhaftes Porridge brauchen wir natürlich Haferflocken. Diese enthalten viel pflanzliches Eisen. Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport, fürs Immunsystem und für den Energiestoffwechsel. Tierisches Eisen können wir besser aufnehmen als zum Beispiel pflanzliches Eisen. Daher haben gerade Veganer hier manchmal einen Mangel. Aber Frauen in der Menstruation haben hier an Eisen einen erhöhten Bedarf. Als Tipp können wir dazu sagen, das Eisen können wir besser aus den Pflanzen nutzen, wenn wir zusätzlich Vitamin C in das Gericht geben. In unserem Fall ist es in dem Zitronensaft enthalten. Nicht in unserem Gericht enthalten ist das Vitamin B12, das fast ausschließlich in tierischen Produkten vorkommt. Ausnahme sind Sauerkraut, Shiitake-Pilze oder Meeresalgen. Vitamin B12 brauchen wir für den Energiestoffwechsel und für unser Nervensystem. Gerade bei Veganern ist Vitamin B12 ein kritischer Nährstoff, da diese nur rein pflanzliche Lebensmittel essen. Daher empfehlen wir besonders die Supplementierung von Vitamin B12. Als nächstes gießen wir die Gemüsebrühe dazu und lassen den Kürbis noch ein wenig köcheln. Nun kommen die Haferflocken zu dem Porridge dazu und dann muss das Ganze noch mal 5 Minuten kochen. Für das Rucola-Pesto werden wir jetzt den Rucola, Walnüsse und die Knoblauchzehen mit etwas Zitronensaft und etwas Walnussöl das Ganze pürieren. Nun ist ein rein pflanzliches Gericht fertig, das bestimmt auch nicht Veganern schmeckt. Für weitere Infos zum Thema Ernährung bei Veganern und das Rezept natürlich zu dem gekochten gerade findet ihr auf www.nahrungsergänzungsmittel.org.